Neue Energie braucht neue Ideen. Das war das Thema bei der zweiten Münchner Weitblickrunde im Olympiapark. Sparsamkeit und effiziente Nutzung sind wichtig, da waren sich die Experten aus den Bereichen Energie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik einig. Im geladenen Publikum viel Stadtpolitik und Verwaltung. Die Veranstaltungsreihe Münchner Weitblick behandelt Themen, die die Herausforderungen unserer Zeit sind. Sie blickt in die Zukunft und über den Tellerrand Münchens hinaus. Der Olympiapark will zum Beispiel in Zukunft noch mehr den Energieverbrauch senken und auf erneuerbare Energien setzen. Schon seit 2016 bezieht der Park ausschließlich Ökostrom der Stadtwerke München. Uns ist es wichtig, auch was in Bewegung zu bringen. Und es geht nicht darum, jetzt große Umwälzungen zu machen. Das ist auch gar nicht unser Thema. Sondern es geht darum, dass wir zeigen, alle können etwas tun, um in bestimmten Themen, Bereichen, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Und ich denke, der Olympiapark ist genau der Park, in dem man viele Dinge umsetzen kann und von dem positive Impulse ausgehen sollen für die Zukunft. Kluge Köpfe aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen, das ist das Ziel der Veranstaltungsreihe Münchner Weitblick. Und die dritte Ausgabe ist bereits in Planung. Das Thema dann im Juli: Fachkräftemangel oder gleich Arbeitskräftemangel.